think something new under the sun. You can't take back them things you already done, done. No. You blame things that you do on somebody else. No. What they all see is you need help. Wir sind in unserem Oster-Special noch voll in Gange. Also ich sag ja, hab ja versprochen, es wird intensiv. Innenraum sind wir gerade schon mächtig am Werkeln, beziehungsweise unser Mitarbeiter des Monats hier hinten. Gibt hier quasi Vollgas. Ihr seht es schon, Stirnlampe am Start. Macht jetzt quasi gerade die Türverkleidung und innen einmal so ein bisschen mit dem Dampfreiniger nochmal. Hier haben wir die Türverkleidung, die ist jetzt schon komplett gereinigt. Sieht schon wieder super schick aus. Wieder weiß tatsächlich. Wir haben den Fußteppich gereinigt und komplett innen gereinigt. Und am Dachhimmel ist er gerade dran. Ich denke, man sieht hier an der Stelle hier ein schönes Vorher-Nachher. Also man sieht, wie dreckig der Dachhimmel tatsächlich ist. Jo, ist auch wieder schön weiß. Macht er gerade, das ist so Vinyl. Machen wir mit dem Dampfreiniger gerade. Ich denke, das wird auch ganz cool. Aber ich denke, dieses Vorher-Nachher ist schon ziemlich Endstufe. Atze, wie läuft's? Wie läuft's? Supi, oder? Gut, dann haben wir die Türscharniere schon sauber gemacht. Da müssen wir noch mal ein bisschen intensiver rangehen. Aber, was ich euch eigentlich zeigen wollte, guckt mal, wie weiß die Türverkleidung ist und wie ockerfarben die. Kein Scheiß, sie sieht nicht nur aus wegen der Kamera. Sie ist in echt, ist die wirklich so siffig, ne? Also ich meine jetzt mal im direkten Vergleich, ne? Türverkleidung. Wahnsinn. Türverkleidung. Also, da fällt das mal so auf, wie gelb die ist, ne? Auch hier, ne? Ey, da musst du nachher, machst du mal nur die Hälfte der Tür. Die kleben wir so ab hier. Und dann reinigst du mal für unsere Zuschauer nur die Hälfte der Tür. Bist immer noch motiviert und hast Bock? Warte mal kurz. Beschreib mal, wie war die Nacht heute für dich, als du das Ding sauber gemacht hast? Lass mich nur. Geh fort. Ihr seht, es läuft. Dann sind wir immer noch an der Sitzbank von unserem Osterprojekt dran. Hat meine Frau gestern den ganzen Tag Vollgas gegeben. Wir haben jetzt hier schon mal die erste Spachtelschicht drauf, auch teilweise hier schon geschliffen. Ist jetzt schon mal besser geworden. Hier müssen wir noch Lederstücke einsetzen und unterklebt haben wir es auch schon. Das müssen wir quasi hier nur noch hochspachteln, genauso wie hier und hier. Also das wird auf jeden Fall auch eine coole Geschichte. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade bei der ersten Spachtelschicht. Wir müssen noch ein paar Mal drüber, bis wir die Risse einigermaßen schön aufgefüllt haben. Wir wollen ja nicht, dass alle Falten rausgehen, sondern es muss so ein gesundes Mittelding quasi werden. Weil wenn wir alle Falten rausmachen, würde auch nicht zum Auto passen. Das muss man immer so ein bisschen abwägen. Da nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Aber ich denke, die Reinigung und so, das war schon ziemlich geil. Ne? Gut, ich bin noch derweil, während die Jungs hier alle am Arbeiten sind, bin ich gerade noch an dem hier dran und parallel noch an dem hier. Der ist schon beschichtet, der wird richtig gut. Und den R8, den machen wir auch noch. Also der wird noch beschichtet, der wird noch poliert, der wird noch schick gemacht. Ja, da steht auf dem Plan einmal tatsächlich alles. Es soll alles versiegelt werden, was man so versiegeln kann. Plus Innenraumreinigung, plus Scheiben, plus Motorraum, plus Felgen. Ihr seht das, ich habe die Felgen sind schon demontiert. Sprich, der wird nachher hochgebockt und
Dann werden die Keramikbremsanlagen, also hier die Bremsbacken, werden beschichtet plus Rathauskasten sauber gemacht und ja, also dass das alles wieder richtig gut aussieht. Genau, aber der ist auch innen, ist ja auch richtig geil. Gebt euch mal das, Recaro Pole Position Sitze, alles aus Alcantara jetzt, Lenkrad Alcantara überzogen plus eben Sitze, also alles richtig schön schicki. Genau, machen wir eine Alcantara-Reinigung, beziehungsweise ich mache die, ich gucke mal, wie ich videomäßig Zeit habe, weil das Projekt da drüben ist natürlich auch sehr intensiv. Ja, aber ich sag mal, Fußraum, wir sind jetzt dreimal drüber, Sprühextraktionsgerät und also er sieht schon um Welten besser aus. Kam auch eine richtige Schmodderbrühe raus und jetzt eben, wie gesagt, nochmal mit dem Dampfreiniger hinterher. Wir müssen das Leder noch sauber machen, da machen wir auch nochmal ein 50-50. Da weiß ich auch schon Bescheid, da machen wir erstmal nur die Hälfte vom Sitz, dass der wirklich gut aussieht. Da bin ich auch mal gespannt, was da so rauskommt und dann widmen wir uns hier dem ganzen Rest. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen weiter, hab schon richtig, richtig Bock. Und ja, ich nehme euch wieder so ein bisschen mit, denn das Projekt Ostern oder Osterprojekt wird noch intensiver. Also, los geht's. Ja, wir befreien das Leder erstmal von Staub und allen möglichen Schleifresten mit einem Pinsel. Das ist immer wichtig, dass wir wirklich sauber arbeiten. Wir wollen nicht nur mehr Dreck oder unbedingt Staub natürlich auf der Oberfläche haben, bevor wir mit irgendwas anfangen. Wir sind jetzt hier immer noch im Bereich Schleifen, ne? Also immer spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen. Das ist ein etwas langwieriger Prozess, aber die Vorarbeit gilt. Je sauberer diese ist, desto besser ist es. Parallel kümmern wir uns natürlich immer noch um den Dachhimmel-Innenraum. Und das wirklich sehr pingelig und sehr penibel. Werdet ihr jetzt auch gleich nochmal sehen. Genau, also wie gesagt, Dachhimmel-Innenraum, natürlich auch die Türpappen nach wie vor. Da verwenden wir immer noch als Allzweckwaffe den Sonax Multistar. Der ist extrem oberflächenverträglich und ist ein einwandfreier Reiniger. Für alle, die es interessiert, aktuell im Online-Shop gibt es noch die Sonax-Aktion. Da bekommt ihr in Active Foam für 13,90 und gratis den Multistar dazu. Also genau diesen Reiniger, den wir auch in den Videos hier verwenden. Ja, und auch hier natürlich in die Ritzen. Dafür sind die Ohr-Patties zum Beispiel super, um auch da wirklich den Dreck rauszubekommen. Mega, also wirklich, kann ich nur empfehlen, jetzt speziell für solche kleinen Stellen wie hier, einfach wirklich sauber. War ein sehr intensives Projekt, das ist jetzt zum Beispiel nur noch der einen Türpappe, nach einer einzigen Türpappe, der Dreck, der da teilweise nach 50 Jahren schon rauskommt. Ja, hier versprochene 50-50, sieht man tatsächlich nicht so gut, wie ich dachte in der Kamera. Man hat es leider nicht besser einfangen können, aber ich denke, den Strich sieht man auf jeden Fall auch, dass das tatsächlich weißer wird. Ne? Ich denke, das ist auf jeden Fall hier wahrnehmbar. Genau, also ich gerade unten. Nicht, wenn man genau hinguckt, sieht man es. Ja. Hier sieht man auch nochmal sehr gut die Allzweckwaffe. Wie gesagt, wir verwenden hier den Sonax Multistar, aber wirklich für alle Oberflächen, jetzt abgesehen natürlich vom Leder, also wirklich für Kunststoffe, Vinylteile, Hartkunststoff, Softkunststoff und ja, ich sag mal wirklich für alles. Ich sage jetzt einfach mal für das komplette Auto im Innenraum. Wir haben damit auch die Polster gereinigt und jetzt eben halt, wie gesagt, auch die Armaturobenflächen obendrauf. Wir verwenden hier eine Bürste, weil man hier tatsächlich besser hinkommt wie mit einem Pinsel. Ist, denke ich, logisch. Aber nicht wirklich mit viel Druck, sondern wirklich mild an das Ganze rangehen. Und man sieht, ist gut dreckig, verstaubt und. Also es war auf jeden Fall vonnöten, kann man sagen. Ja. Parallel, jetzt gehen wir ans Leder. Wir haben uns von den Rissen Negativabdrücke gemacht und passen jetzt quasi neue Lederstücke an. Und ja, so sieht das aus. Verkleben die quasi erstmal und spachteln dann hoch. Und ich denke, man sieht, hat meine Frau schon wirklich hervorragend gemacht. Sie hat da wirklich ein bisschen mehr Geduld wie ich. Genau, verkleben das und ja, jetzt muss es erstmal trocknen, bevor wir weitermachen. Mein Mitarbeiter des Monats, der Atze, ist dann simultan, während wir quasi dann hier das Leder reparieren und trocknen, an der hinteren Rücksitzbank, die wird jetzt schon mal gereinigt. Wir haben jetzt hier den LMX Cleaner 1.1 verwendet.
nicht den 1.2, der ist für Restauration. Die Rücksitzbank allerdings wollen wir nicht restaurieren. Die wollen wir nur reinigen und ölen. Sprich, wir haben hier den Intensivreiniger genommen, den 1.1 zusammen mit einem Schwamm. Und siehe da, Leder ist auch, war sehr dreckig und ist wirklich gut sauber geworden. Gerade hier oben an der Ecke sieht man das besonders gut, wie ich finde. Und man sieht auch, nach Jahren wird das Leder mit einem Schwamm und einem Reiniger sauber. Dann ölen wir das Leder mit dem Softstar, mit dem Ledersoft 3.0. Ich hatte es am Anfang im letzten Video schon gesagt, das dient quasi dazu, in das Leder einzudringen und ausgetrocknete Wasserkristalle zu ersetzen. Wenn man das Ledersoft über eine längere Zeit verwendet, wird das Leder tatsächlich wieder weicher und geschmeidiger. Und dadurch, dass wir das Auto 3 Wochen dastehen haben, ist es natürlich ideal. Gut, am nächsten Tag, wir spachteln das Leder jetzt, Step by Step, wieder erst 4.1, dann quasi 4.0 und dann noch wieder schleifen, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, also in so einem Turnus. Ja, so geht das eine Zeit lang, aber ich denke, man sieht, es nimmt langsam Formen an, denn wir haben die Risse schon sehr gut gefüllt und auch die Falten alle schon sehr gut gefüllt. Ist halt wirklich eine Sache, das dauert. Ja, die Scheiben waren natürlich über die letzten Jahre sehr stark verschmutzt. Und auch wirklich mit der mineralischen Verschmutzung stark zugesetzt. Deswegen polieren wir die von Hand einmal auf. Geht jetzt hier ein bisschen schöner, fand ich, wie mit Maschine. Man kommt besser in die Ecken, kontrollierter in die Ecken. Und vor allem, es geht auch trotzdem hervorragend. Wir haben alle Scheiben um das komplette Fahrzeug, wirklich alle, Frontscheibe, Seitenscheibe, Heckscheibe, alle Scheiben, einmal komplett poliert und gereinigt. Und siehe da, die Scheiben sind auch wieder extrem klar geworden. Wirklich, also wirklich wieder quasi neu. Abgesehen von ein paar tieferen Kratzern, wo man natürlich nicht wirklich irgendwas machen kann. Aber ich denke, man sieht schon, trotz dessen, dass sie noch dreckig sind, in welche Richtung es geht. Sie waren wirklich danach sehr sauber. Die Glaspolitur verwendet Sonax Glaspolitur. Die hat so ein bisschen gut Dampf. Sehr materialverträglich, geht auch von Hand sehr gut. Ja, also nur mal so für Leute, die ihn fragen. Dann widmen wir uns mit den Metalloberflächen. Die haben wir jetzt, weil das halt natürlich echt viel Futzelchrom ist, von Hand aufgearbeitet. Da kommt jetzt auch gleich ein schöner Vorher-Nachher-Vergleich nochmal. Da sieht man einfach mal, was da wirklich auch an Siffe runterkommt. Ja. Von Kratzerentfernung kann man natürlich jetzt hier nicht sprechen. Hier geht es wirklich darum, das Metall zu reinigen, neu aufzuarbeiten. Man will ja auch die Kratzer nicht entfernen. Das ist ja irgendwo, wie gesagt, wir sind hier wieder beim Thema Zeitzeuge. Es soll nur glänzen, es soll gut aussehen. Und da kann man wirklich von Hand schon viel, viel machen. Auch hier wieder, ich sag mal, die typischen Stäbchen, die ich in vielen Videos verwende und auch hier wieder in der Videobeschreibung verlinkt sind, weil wirklich viele Fragen sind für solche Arbeiten ideal. Man kommt einfach überall hin. Es ist am Ende nur eine Blutfrage. Aber das sind die Feinheiten, die es am Ende ausmachen. Und hier der Nachher, ihr seht es unten schon stehen, und vor allem Vorher-Vergleich jetzt auch im nächsten Bild. Also das sieht man schon sehr gut, was da so geht. Also ich denke schon, ein ordentlicher Unterschied. Wir sind jetzt am nächsten Tag. Ihr seht es, Best Man ist schon an den Metallarbeiten außen dran. Innen sieht er schon wirklich soweit wieder richtig fresh aus. Atze, wie lange hast du Gas gegeben innen? 2 Tage, wa? Ja. Also richtig intensiv. Du hast gesagt, ich gehe mal in so eine therapeutische Haltung. Du hast gesagt, du hast von dem Auto geträumt sogar, ne? Ja, aber ich will jetzt nicht genau erzählen, was. Aber es war intensiv, hast du gesagt, oder? Ja. Also, war schon heftig, ne? Also wir haben die komplette Innenraum. Wir gehen das nochmal ganz kurz durch. So, wir haben Türverkleidung sauber gemacht und hier komplett mit dem Sprühextraktion sauber. Also wirklich einmal komplett fresh. Die ganzen Kunststoffe, alles komplett gecleant. Es ist wirklich super sauber geworden. Da fehlen nur noch die Feinheiten. Wir werden jetzt hier in die Lüftungsschlitze, die werden wir jetzt nochmal separat bearbeiten, weil das ist jetzt hier überschaubar. Dann Lenkrad noch. Noch ein bisschen Pflege, ihr seht das. Und ansonsten werden wir den nochmal final dann aussaugen, aber wir haben schon soweit alle sauber. Ihr seht das, wieder alles schön sauber, Leder sauber und vor allem mit Lederöl behandelt. Da werden wir jetzt quasi die nächsten Tage, der steht noch 2 Wochen, immer regelmäßig mit dem Ledersoft drüber gehen und das Öl
also dass das Öl quasi eindringen kann und dass es wieder richtig schön weich wird. Genau, also das ist so eine richtig schöne Geschichte. Und die Frontbank, die machen wir ja gerade einmal frisch. Genau, ansonsten sind wir innen soweit schon mal durch. Da fehlen, wie gesagt, nur noch Feinheiten, aber das kommt alles noch. Ansonsten ist der Teppich wieder sauber, der riecht auch wieder richtig schön frisch. Und wie gesagt, ihr seht das. Das ist halt so dieser Schmodder, oder hier auch diese Brösel, die dann nochmal so rauskommen, wenn das Auto trocken ist. Aber da muss man erst wirklich warten. Jetzt ist es noch ein bisschen feucht, da will ich jetzt noch nicht trocken durchsaugen. Das machen wir dann morgen oder übermorgen. Und da wird da innen nochmal schön sauber gemacht. Genau. Ansonsten Scheiben poliert. Ich meine, gebt euch mal diese Scheibe. Die ist jetzt wieder wirklich schön klar, schön sauber. Genauso wie diese Scheibe hier. Die hat natürlich so ihre Kratzer. Das ist aber natürlich auch dem Alter vom Auto geschuldet. Aber ansonsten sind alle Scheiben poliert und wieder super schön sauber. Und wie gesagt, er macht jetzt gerade die Metallgeschichten einmal außen rum. Zeig mal deinen Lappen hier. Das ist aber bestimmt schön. Jo, das ist doch natürlich mega, ne? Hier schon mal so ein kleines, ich weiß nicht, man sieht vorher, sieht man, glaube ich, hier ganz gut, wie dreckig das ist. Er arbeitet sich jetzt hier quasi sukzessive einmal rum und das ist der Nachher-Effekt. Ihr seht das wieder schön sauber. Und jetzt kommen wir kurz noch zum Leder. Da sind wir nämlich jetzt auch schon gerade dabei. Wir laufen jetzt einfach mal genauso hier hin. Jo, Leder haben wir jetzt hier in einen separaten Raum reingepackt. Sieht daran, dass es trocknen muss. Wir haben jetzt hier schon die Geschichte geschliffen, gefüllert, gespachtelt. Da sind wir fast schon, da müssen wir jetzt auch eine Spachtelschicht quasi drüber machen. Dann kann es eigentlich lackiert werden. Und jetzt sind wir schon bei der Geschichte hier angekommen. Ja, Löcher haben wir soweit schon mal gestopft. Müssen wir auch noch füllen und nochmal spachteln und nochmal schleifen. Ansonsten sieht das hier alles schon. Es wird. Wir nehmen euch weiter mit. Ja, also auf jeden Fall ein mega Projekt. Wir machen jetzt erstmal weiter. Metall, Lack, dann noch die ganzen Kunststoffe natürlich. Die Felgen müssen wir noch machen. Also das wird auf jeden Fall noch richtig gut. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter und gucken, dass das Leder wieder auch richtig fresh wird. In dem Sinne, machen wir weiter. Wir haben uns jetzt mitten in den Lederarbeiten dann dazu entschieden, ein kompletten Lederstück nochmal neu einzusetzen. Ihr seht es hier selber, da hat jemand mit Sekundenkleber, das haben wir zu spät erst gesehen, ein anderes Lederstück von unten eingesetzt. Und das Leder war quasi da drum herum, diese schwarzen Stellen, komplett verhärtet. Also haben wir einen neuen Schaumstoff eingesetzt, neues Lederstück, das quasi neu eingepasst und dann denselben Vorgang wieder gemacht. Jetzt machen wir hier gerade die erste Farbmustertupfung. Wir haben die Farbe eingestellt, fünfdimensionale Farbeinstellung nach Auge. Die ersten Fehlschläge, aber wir haben die Farbe dann nach 10 Minuten ungefähr schon direkt getroffen. Im Endeffekt waren es vier Komponenten in der Farbe, die natürlich auf den Gramm quasi so ein bisschen umgespielt, haben die Farbe dann sehr exakt getroffen. Wir wollten die Farbe bewusst, das sieht man hier im Video auch, bewusst einen Tick heller einstellen, weil dadurch wirkt das Leder sauberer. Na, wenn wir jetzt zu viel Gelb oder zu viel Ocker reingemacht hätten, das Ganze so ein bisschen dunkler gemacht hätten, würde das Leder von der Optik her schmutzig aussehen. Wir haben es ein bisschen heller gemacht, so sieht das Leder wirklich sauber und frisch aus. Ja, dann HVLP-System, das Ganze dann auflackiert. Insgesamt 4 Schichten Farbe, das Ganze immer zwischendrin schön trocknen lassen. Zwischendrin mit 4000er Papier ganz, ganz fein angeschliffen. Dann Schicht um Schicht um Schicht neu drauf. Ja, und das Ganze nimmt dann so langsam wirklich Formen an. Jetzt gerade kann man sich natürlich, das ist die erste Farbschicht, noch nicht viel vorstellen. Weiß, geht mir jedes Mal genauso, ich fühle mit euch, man kann sich noch nicht viel vorstellen, aber wartet mal, bis das Ganze fertig wird. Ja, während draußen lackiert wird, kümmern wir uns um die restlichen Feinheiten vom Auto. Wir fahren jetzt hier quasi gerade den Finishgang mit der Duetto, einem etwas, ja, medium-harten Pad, sage ich jetzt mal, und Sonax Perfect Finish. Genau, Finishgang gefahren mit der Excenter und auch mit der PXE, die ist für manche Stellen ist die wirklich ganz praktisch, man muss nicht mit einem Kabel legen, ist halt einer der großen Vorteile dieses Akkusystems und vor allem dadurch, dass wir relativ viel Lack erhalten wollten, wir wollten nicht zu viel Lack abtragen, perfekt, war ein gutes Ergebnis, also ich sag mal, man ist genau das richtige Mittelmaß sozusagen getroffen. Ich hatte es ja im Video davor schon gesagt, durchschnittliche Lackdicke war zwischen 50 und 60 µ.
Das komplette Fahrzeug, abgesehen von der Motorhaube, war noch Originallack. Baujahr ist 1972 gewesen vom Fahrzeug, sprich wir haben einen knapp 50 Jahre alten Lack und da gilt es, das natürlich zu erhalten. Jo, dann Vinyldach, habe ich mich für das Neoplast Maximus entschieden, das funktioniert hervorragend, ist sehr witterungsbeständig, also das hält auch eine Zeit lang, ich habe das mit einem Schwamm quasi schön satt eingerieben. Vor allem das Ganze wird danach auch schön hydrophob. Man hat eine schöne Farbauffrischung, das wirkt heller von der Farbe her. Und ich wollte, wie gesagt, bewusst eine Pflege, keine Versiegelung, sondern wirklich eine Pflege auftragen. Und da muss ich sagen, funktioniert das Produkt hervorragend. Also es geht wirklich gut. Ja. So sieht der Look jetzt aus. Ich denke, für 50 Jahre Lack, wirklich ein gutes Ergebnis. Natürlich ist der ein oder andere Kratzer noch drin, aber wie gesagt, das wollen wir auch so. Wir wollen diese Patina und wir wollen auch natürlich versuchen, so viel Lack wie möglich zu erhalten. Nicht immer ist 100% Defektkorrektur das Richtige, ne? Aber für 50 Jahre, guckt euch das Ergebnis jetzt vom Lack mal an und jetzt als finaler Step kommt als nächstes gleich das Wachs. Jetzt noch kurz die Heckklappe hinten gemacht. Kennt ihr aus den 50-50-Namen vom Video davor. Hab mir noch schnell hier poliert. Nicht wundern, das sieht jetzt ein bisschen nach Eiern aus, aber ich habe hier die Zeitlupenfunktion am Laufen, deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus. Da ist das. Das Wachs der Stunde. Ich habe mich bewusst für die YouTube Special Edition entschieden. Mein Dankeschön an 5000 Abonnenten. Wenn wir hier auf das Fahrzeug drauf machen, ich habe gedacht, wisst ihr was, wir haben es jetzt erst quasi verlost. Ich habe ja eine Dose für mich behalten. Was wäre hier passender, die YouTube Special Edition für die Oster Special Edition zu verwenden? Ich dachte, warum nicht? Ein Wachs auf dem Oldtimer und dann so ein besonderes Wachs. Warum nicht? Wie gesagt, es gibt ja nur 6 Stück davon. Also eigentlich eine coole Geschichte. Wachs auftragen, 90 Minuten warten, bis man es also abnimmt. Ist auch überhaupt kein Problem, lasst das ruhig drauf. Je länger ihr es drauf lässt, desto mehr Produkt habt ihr natürlich auch auf dem Lack. Man sieht sofort, es reagiert auch. Ne? Also da tut sich was. Natürlich haben wir ganz klassisch diesen Wachsschleier, aber ihr könnt das wirklich 1,5 Stunden problemlos drauf lassen. Poliert es dann ganz entspannt runter und ihr werdet merken, ihr habt dann wirklich relativ viel Produkt auf dem Lack. Während das Wachs jetzt noch ein bisschen antrocknet, ich habe jetzt hier einen kurzen Testspot mal gemacht, wie gesagt, kann man problemlos drin lassen, bauen wir die Rücksitzbank wieder ein und ihr seht selber, 4 Schichten Farbe plus 2 Schichten Schlusslack kann sich wieder sehen lassen. Wie gesagt, wichtig war hier, wir haben bewusst uns dafür entschieden, Falten drin zu lassen, denn wir mussten die vordere Sitzbank an die Rücksitzbank anpassen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir hier alle Falten entfernt hätten, hätte es von der Optik nicht mehr zur Rücksitzbank gepasst. Aber guckt es euch an. Wir kommen nochmal auf das Thema zu sprechen. So, dann Wachs abgenommen, 90 Minuten gewartet und gleich gibt es dann Beading. Was man dazu sagen muss, ideal wäre es natürlich, das Ganze über Nacht einfach mal drauf zu lassen, dass die Chemie ausreagieren kann. Aber auch hier Hydrophobie für auf einer wirklich exakt geraden Fläche. Ihr seht, die Haube ist ein Stück offen, die war wirklich extrem gerade. Ist sehr schön, ist halt ein komplettes Naturwachs. Und ich würde sagen, sieht doch gut aus. Übrigens alles Zeitlupe, also nicht, dass ihr denkt, die Tropfen laufen immer so langsam ab. Aber geil, oder? Also ich muss sagen, mir gefällt's. Es ist ein schönes Wachs, schönes Beading, schöner Geruch. Alles, was ein Wachs können muss. Gut, so, aktueller Zwischenstand bei dem Oldie. Wir haben die Sitze jetzt wieder eingebaut, die sehen auch wirklich gut aus. Zeige ich euch dann nochmal jetzt quasi danach. Vinyl gepflegt, den Lack aufbereitet. Der sieht jetzt auch wirklich für das Alter wirklich gut aus. Ich denke, man sieht das hier, er glänzt auch wieder super schön. Und ich habe mir gedacht, wir machen auf diesen Lack, weil das ja auch im Prinzip das Oster-Special-Video ist, ein ganz besonderes Wachs. Ihr seht es richtig, wir haben die YouTube Special Edition
genommen. Existieren hier nur 6 Wachse davon, 5 wurden ja verlost und ein paar haben sich auch schon gefreut, dass sie es bekommen haben. Genau, wir haben jetzt die Metallteile aufgearbeitet, den Lack so aufbereitet, dass es auch Sinn macht. Sprich, es sind bewusst noch Kratzer drin, aber wirklich gut geworden. Alle Scheiben poliert, Metall poliert, Vinyl eingepflegt und Thema Leder. Und ich würde sagen, Leder zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich danke euch allen fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Videoreihe hat euch gefallen. Nachdem ich jetzt gleich hier fertig bin mit Labern, werden wir den noch rausfahren, werden noch ein bisschen Videomaterial drehen. Ich möchte noch so ein paar Aufnahmen draußen zeigen, wenn es zeitlich klappt. Ich muss die Batterie erst wieder anschließen, dass wir den bewegen können. Auf jeden Fall aber ein wirklich schönes Projekt, das insgesamt 3 Wochen Arbeit gekostet hat. Mit Leder lackieren, komplette Innenausstattung schön machen, mit Innenraum wirklich einmal wieder so auf Vordermann bringen, dass man vom Teppich essen kann. Lackaufbereitung, Metallaufbereitung, Lack polieren und versiegeln. Wie gesagt, hat ungefähr, dass ihr selber mal so eine Vorstellung habt, wie lange das dauert, 3 Wochen Zeit in Anspruch genommen, den jetzt wieder so zu restaurieren oder wieder hinzubekommen, dass er wirklich fantastisch aussieht und wirklich fürs Alter wirklich, wirklich gut. War ein mega Projekt. Ich muss zugeben, in nächster Zeit brauche ich nicht nochmal so eine vordere Sitzbank, um die wieder so hinzubekriegen, dass sie so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Es war eine Tortur. Es hat viel, viel Arbeit in Anspruch genommen. Schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln. Dann mit dem Dremel wirklich auch das Leder im Prinzip glatt schleifen. Farbeinstellung und vor allem ein Loch nach dem anderen stopfen. Lederstücke einsetzen und auch hier wieder spachteln, lackieren, also es war ein mördermäßiges Projekt. Es hat viel Spaß gemacht, hat aber auch viel, viel, viele Nerven gekostet und ich hoffe, diese Videoserie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Ich bin gespannt, wie ihr dieses Projekt fandet. Schreibt das ruhig unten in die YouTube-Kommentarfunktion einmal rein. Lasst eure Meinung gerne da, es würde mich freuen, wenn ihr das einfach mal so ein bisschen kundtut. Ansonsten, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und wie gesagt, freut euch auf die Finish-Aufnahmen, denn die werden wir jetzt im Anschluss gleich einblenden. Also, macht's gut, macht's besser, viel Spaß mit den Finish-Aufnahmen, wenn das so hoffe ich hier gleich draußen in der Sonne steht. Los geht's! You can't take back them things.